Katastrophen steht, dass es nach dem Untergang bald wieder neues Leben geben wird. Die Welt danach, die kennen wir aus dem Christentum. Denn das himmlische Jerusalem ist natürlich im Jenseits zu finden. Das ist die Welt, auf die alle Christen hoffen. Vielleicht wollte man in diesem Gedicht oder der Autor des Gedichts auch den Heiden Hoffnung machen. Es ist mit Ragnarök, mit dem Untergang der Götter, noch nicht ganz zu Ende. Es geht weiter, es gibt eine neue Welt. Vielleicht gibt es auch dort neue Götter. Oder eben Christus. Und das war also das Ende, nachdem die Welt in Flammen stand? Fragte mich Martin. Nein, sagte ich. Aus dem Meer wird sich eine neue Erde erheben, mit Feldern, die ungesät Früchte tragen. Ein einziges Menschenpaar hat überlebt. Von diesen beiden wird ein neues Menschengeschlecht kommen. Es gibt also Hoffnung bei euren Göttern, trotz allem, fragte Martin weiter. Die Mythen sagen uns, dass es immer Hoffnung gibt. Es war Spätsommer geworden, im Jahre 998 nach dem Kalender der Christen. Ein dänischer Kaufmann hatte Mönch, Martin und mich mit an Bord seines Schiffes genommen für die letzte Fahrt in den hohen Norden, bevor es stürmischer Herbst wurde. An Bord waren einige Sklaven, darunter eine keltische Mutter mit ihrem Sohn, die auf einen Bauernhof verkauft werden sollten. Das Schiff war mit Feuersteinen, Glasperlen und Waffen schwer beladen. Die tauschte der Kaufmann später gegen Tran, Speckstein, Vogelfedern und vor allem kostbare Pelze der norwegischen Händler ein, die er im großen Fjord im Süden des Landes treffen sollte. Wir hatten vom Krieg in Norwegen gehört, zwischen den alten Rivalen Olaf Tryggvason und dem Dänenkönig Sven, der nach dem Tode seines Vaters Harald Blauzahn an der Herrschaft über Skandinavien festhielt. So begann ein neues Abenteuer. Von Jütland aus segelten wir auf Norwegens Küste zu. Von dort wollten wir nordwestlich weiter bis zum sagenhaften Königssitz Avaldsnes. Ich hoffte, als Galde willkommen zu sein, und Martin wollte seine Mission fortsetzen. Die zurückliegenden Ereignisse und die Geschichte von Ragnarök hatten dem Mönch schwer zu schaffen gemacht. Bis in seine Träume hinein verfolgte ihn der Verrat unter den Göttern und Odins schreckliches Ende. Wer gegen Ende des ersten Jahrtausends nach Norwegen kommt, reist in gefährlichen Zeiten. Der große Heerführer Olaf Tryggvason, der sich in England taufen ließ, ist 995 zurückgekehrt. Er lässt Håkon Jarl, den Vasallen des Dänenkönigs Sven, ermorden, wird selber König und beendet damit die Oberherrschaft der Dänen. Olaf benutzt das Christentum gezielt als Instrument der Machtpolitik über die heidnischen Stämme in Westnorwegen und beginnt das Land mit dem Schwert zu bekehren. So einzeln herumziehende Missionare, die ja relativ wenig Erfolg hatten oder vielleicht Erfolg hatten in beschränkten Rahmen, in einem Haushalt, auf einem Bauernhof, in einem Weiler etwa, die waren wahrscheinlich ziemlich deprimiert, dass der eigentliche Erfolg den Königen vorbehalten blieb, die mit einer Armee kamen und mit Feuer und mit Schwert missionierten. Auch wenn man das übertrieben hat, vielleicht in der Vergangenheit. Aber Olaf Tryggvason hat tatsächlich die Bauern in Westnorwegen vor die Wahl gestellt, erschlagen zu werden oder überzutreten. Und wenn ein Mönch
das miterlebt hat, der gerade mit Mühe und Not und einem Winter voller Überzeugungsarbeit eine Familie zum Christentum gebracht hat, mit der Botschaft der Liebe und der Nächstenliebe und der Güte, dann muss ihn das geschmerzt haben, stelle ich mir vor. Zu Beginn des christlichen Mittelalters auf dem Kontinent ist Norwegen noch eine Terra incognita, ein fernes, unbekanntes Land. Bauern und Fischer leben an den zerklüfteten Küsten. Das felsige Innenland ist nahezu unbesiedelt. Die Armut der Menschen ist ein Grund für ihre Raubzüge als Wikinger, die sich von hier aus gegen 800 erstmals auf den Weg machen. Schon seit der Bronzezeit hat es in Norwegen Kriegerfürsten gegeben, die in Diensten der Römer kämpfen und mit Reichtümern beladen wieder zurückkehren. Die Gefallenen werden nach heidnischem Brauch ins Totenreich der Götter geschickt, zu Odin nach Valhalla. Auf der Insel Karmøy, dicht vor der norwegischen Westküste, liegt der Ort Avaldsnes, so benannt nach dem mythischen König Ögvald, dem Beherrscher der Küste. Hier steht eine der ältesten Steinkirchen Norwegens, die St. Olaf-Kirche aus dem 13. Jahrhundert, die auf einem Grabhügel aus germanischer Zeit errichtet wurde. Der Grabhügel wurde 1835 geöffnet und man fand ein Häuptlingsgrab mit mehr Gold als bei jedem anderen Fund in ganz Skandinavien. Der Fürst in dem Grab trug diesen Halsring als Zeichen höchster Ehre und Wertschätzung. Er dürfte mit anderen germanischen Herrschern auf dem Kontinent und mit den Römern in engem Handelskontakt gewesen sein. Der nordgermanische Fürst, dessen Grabbeigaben die Archäologen in Avaldsnes gefunden haben, muss im 3. Jahrhundert nach Christus gelebt haben. Er ist durch Handel und Krieg im fernen Europa reich geworden und er kauft sich mit Gold die Treue der Häuptlinge in der weiten Umgebung. So gründet der heidnische Fürst das erste Machtzentrum in Rogaland, im Westen Norwegens. Das größte Geschenk aber für seine Gefolgsleute ist seine Tochter. Wer sie bekommt, wird einmal der neue Herrscher von Avaldsnes sein. Neben dem großen Grabhügel standen hier fünf riesige Bautasteine, lange Felsnadeln. Der höchste war 9 Meter. Es war eine heidnische Kultstätte aus dem 3. Jahrhundert, der jüngeren Römerzeit. Unter diesen 5 Bautasteinen könnte der Fürst mit seinem Gefolge den Göttern Opfer dargebracht haben. Einer dieser tonnenschweren Bautasteine ist an seinem alten Platz erhalten geblieben. Er steht neben der heutigen St. Olaf-Kirche, wie an die Mauer des Gotteshauses gelehnt. Der Beweis dafür, dass der Vorgängerbau dieser Kirche in Avaldsnes einst mitten auf der heidnischen Kultstätte errichtet worden sein muss. In einer altisländischen Königssaga aus dem hohen Mittelalter wird die Geschichte vom mächtigen Olaf Tryggvason erzählt, der mit harter Hand die Heiden bekehrt und in Avaldsnes neben dem Königshof eine Kirche bauen lässt. Olaf hat bereits an anderen Orten die Tempel der noch heidnischen Norweger zerstört und ihren Anführer Håkon Jarl getötet, der mit dem Feind, dem dänischen König Sven Gabelbart, verbündet ist. Auf dem Hügel in Avaldsnes hat Olaf die Häuptlinge von Rogaland zum Ting gebeten und zwingt sie zur Taufe. Den germanischen Grabhügel benennt er in Taufhügel um und errichtet gegen 998 die erste Kirche. Doch der Kampf zwischen den alten und den neuen Göttern ist noch nicht entschieden. Erik Jarl, der Sohn des ermordeten Håkon Jarl, schart die Anhänger Odins um sich. Hoch oben im Norden an der Mündung des Flusses Nida im Trondheimsfjord, um bald zum gewaltigen Gegenschlag auszuholen.
Die Sage erzählt, sobald der Bauterstein sich neige und die Kirchenwand berühre, werde der jüngste Tag kommen. Deshalb sind die Priester hier in Avaldsnes durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder auf die Spitze geklettert und haben Stücke abgeschlagen. Ihnen können wir also dafür dankbar sein, dass die Welt noch besteht. Unsere Reise mit dem Schiff und zu Fuß hatte 2 Wochen gedauert. Selbst ich hatte noch nie eine derartige Landschaft gesehen. So archaisch und schön zugleich. Wie aus dem unberührten Paradies entsprungen. Martin und ich waren von den Kämpfen zwischen den verfeindeten Norwegern verschont geblieben und erreichten endlich Avaldsnes. Schon von weit her sahen wir die Kirche König Olafs, dem ein zweifelhafter Ruf vorausging. An diesem Ort sollte in grauer Vorzeit der König Ögwald geherrscht haben, von dem es hieß, dass er seine Ahnen direkt bis auf den Riesen Ymir zurückverfolgen konnte, dem ersten lebenden Wesen nach der Schöpfung der Erde aus Feuer und Eis. Nun hatte König Olaf die heidnischen Götter aus Avaldsnes vertrieben. Viele Könige haben in Avaldsnes geherrscht. Die altisländischen Königssagas berichten, dass hier gegen 930 der Reichsgründer Westnorwegens, der legendäre Harald Schönhaar, stirbt. Harald hat als Kind geschworen, seine Haare so lange nicht schneiden zu lassen, bis er König geworden ist. Bei der Schlacht im Harfjord besiegt er andere Wikingerhäuptlinge und vereint das wilde Land der Fjorde erstmals zu einem Reich. Doch es zerfällt bald wieder. Als Haralds Sohn Erich Blutaxt, König des englischen Wikingerreiches York, stirbt, übernehmen die Dänen die Macht in Norwegen. Bis Olaf Tryggvason kommt und mit ihm die Herrschaft des Weißen Christus. Die heidnische Religion bricht nicht zusammen, weil sie schlecht ist, sondern weil die Gesellschaft sich verändert. Der Wandel hin zu großen Königreichen verlangt nach einer neuen Religion mit einer Ideologie, die ein zentrales Oberhaupt legitimieren kann. Die christliche Kirche liefert das. Die Christianisierung des Nordens geschah in erster Linie aus machtpolitischen Gründen. Die altnordische Religion war ja sehr tolerant, eine sehr persönliche Religion. Mit dem Christentum konnte man Macht über die Gedanken der Menschen bekommen. Reichsgründung und Christianisierung sind 2 Seiten einer Medaille. In einer weiteren Saga über Olaf Tryggvason wird berichtet, dass er während eines Festes in Avaldsnes von einem alten, einäugigen Mann Besuch erhält, der damit prahlt, alles zu wissen, was in der Welt geschehe. Olaf stellt ihn auf die Probe und fragt, ob er auch wisse, welcher Herrscher Avaldsnes einst den Namen gab. Der alte Mann erzählt ihm daraufhin von König Ögwald, dessen Gebeine in einem der großen Grabhügel neben dem Königshof liegen. Und von der heiligen Kuh, der Ögwald Opfer darbrachte und die ihm stärkende Milch gab. Olaf ist verblüfft. Am nächsten Morgen ist der alte Mann nirgends zu finden. Er hat nur ein großes Stück Ochsenfleisch dagelassen, das vergiftet ist. So berichtet die Saga. Jetzt wusste Olaf Tryggvason, dass es Odin gewesen war, der kam, um ihn zu vergiften, weil er das Christentum nach Norwegen gebracht hatte. Olaf begann daraufhin, in den Hügeln zu graben und fand die Gebeine vom Sagenkönig Ögwald. Er fand auch die Knochen der heiligen Kuh.
Das beweist zumindest, dass Olaf